Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin. Diablo 4. Wir haben schon zwei Folgen lang mal reingeschaut. Nach den, ja, zweimal, wo wir rausgeworfen worden sind, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen böse. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ich möchte natürlich mit euch zumindest den Prolog durchmachen. Also würde ich sagen, viel Spaß beim nächsten Teil. Ja, wir sind an der Stelle jetzt, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich meine, dass wir in dieser Folge auch nochmal rausgeflogen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Es war auf jeden Fall ein paar Mal, deswegen seht es mir nach, dass ich nicht mehr genau weiß, wie oft. Ich glaube, dreimal sind wir auf jeden Fall rausgeflogen. Josef fragt uns jetzt erstmal, was uns zugestoßen ist und das erzählen wir. Dass wir eine Vision hatten von einem gehörnten Dämonen. Und dass es um die Herrscher der Hölle geht, dass sie den Menschen dabei helfen wollte, böse zu werden, wenn man so will. Sie nannte sich und ihre Kinder und begrüßte sie wie eine Mutter. Und das war im Endeffekt jetzt nochmal eben eine kurze Zusammenfassung, wo die beiden gesprochen haben, von dem, was wir am Ende von der Folge davor gesehen haben, nämlich mit diesem Video. Das erzählen wir Josef hier alles. Er erklärt uns dann etwas von einem Eremiten, der im Osten liegt, hätte ich jetzt fast gesagt, also der im Osten ja wohnt, sage ich mal, dass der uns vielleicht weiterhelfen kann, dass wir ihn zur Kathedrale bringen müssen, damit wir dann quasi weiterkommen. Damit haben wir dann auch die Quest abgeschlossen, Gebete um Erlösung, naja, wie man es nennt, ne? Dann habe ich noch mal eben kurz auf die Karte geguckt, wo wir jetzt eigentlich genau hin müssen. So richtig hat er es nicht gesagt. Er hat ja nur gesagt, im Osten, wobei es eher Nordosten ist. Und da habe ich mich dann natürlich direkt hinbegeben. Das mit den Feuern habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe immer gedacht, dass man da vielleicht was machen konnte. Und bin hier dann auch noch mal kurz runtergelaufen, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass man da noch mal zu dem Ort kommt, wo die uns angegriffen haben, also wo auch der Heiler, der ist dann wahrscheinlich jetzt auch tot, fällt mir gerade ein. Ich wollte mich eigentlich nur mal heilen lassen, aber dann habe ich gemerkt, okay, unten läuft nur wieder so ein Wolfswesen rum. Ich habe den Namen schon wieder vergessen und habe mir dann gedacht, naja gut, dann läufst du halt weiter nach oben. Ich habe da dann auch nochmal so eine Statue gefunden und habe eine Stelle, glaube ich, gefunden, wo ich nochmal was untersucht habe. Altäre von Lilith sollen wir finden. Vaag, genau, so heißen die Viecher, diese komischen Wolfswesen, die ich jetzt gerade meinte. Ich bin dann hier noch so ein bisschen am Sammeln gewesen. Das sind ja so Sachen, da habe ich es noch nicht verstanden, dass man sich damit auch super heilen kann. Doch, ich habe es gemacht. ich weiß nicht, ob das so der Moment gewesen ist, wo mir das aufgegangen ist. Oder ob ich das vorher schon verstanden hatte. Ich glaube, ich habe es da erst so richtig verstanden. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich dann alle Sachen eingesammelt, was ich so finden konnte. Natürlich dann auch die Leute bzw. die Gegner niedergemetzelt. Hier habe ich einen Schrein gefunden. Wenn man da bekommt man vorübergehende Boni, wenn man mit denen interagiert. Aber der kleine Nachteil ist, immer wenn man so einen Schrein gefunden hat, kommen dann auch wieder so eine kleine Horde an Gegnern, die man dann nochmal erledigen muss. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, wo ich jetzt eigentlich hin muss, was eigentlich logisch war. Ich musste nach oben und nach rechts. Kam da allerdings nicht weiter. Ich habe es dann an mehreren Stellen probiert. Ich bin dann nochmal komplett nach oben und nach links gelaufen. Habe auch den Reliktschädel übersehen, so wie ich das jetzt gerade sehe. Kam da auch nicht weiter. Bin hier unten am Kämpfen gewesen. Habe es hier unten versucht. Das Gold habe ich zumindest reingenommen, immerhin. Bin dann hier so ein bisschen weitergelaufen. Es hat immer wieder gehakt. Ich hatte wirklich Panik, dass ich sofort wieder rausfliege und das jetzt alles nochmal neu machen muss. Ja, es haben sich mir einige Gegner in den Weg gestellt, die sich auch teilweise in mich reingebackt haben, weil ich mich halt nicht bewegen konnte, also weil halt dieser Sprung dann da gewesen ist. Und bin dann in eine Höhle reingegangen. Ich habe doch nicht mehr oben links geguckt. Dann war das der Teil danach, fällt mir gerade so auf. Bin dann in eine Höhle reingegangen und habe im Discord noch geflucht. Warum müssen das jetzt Spinnen sein? Ich habe doch gesagt, ich bin gerade in eine Höhle reingegangen, wie ihr seht.
Ich glaube, da kommen wir rüber. Warum muss das jetzt eine Spinnenhöhle sein? Konnte das nicht irgendein anderer Gegner sein? Sowas in der Art, habe ich gesagt. Ja, und habe natürlich hier geguckt, dass ich soweit auch alles mitnehmen kann. Da konnte ich dann durchkriechen und war dann zum Glück auch aus der Spinnenhöhle wieder raus. Lust hatte ich nicht drauf. Ja, und wie das Schicksal dann natürlich mit seinem komischen Humor so ist, habe ich dann die den Dungeon mit jemand anderen gemacht, wo ganz viele Spinnen drin gewesen sind. Warum ich jetzt die Sachen da liegen gelassen habe von der Rüstung, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es in dem Moment nicht mitbekommen, weil ich im Discord nebenbei am Reden war und da gar nicht so großartig dann drauf geachtet habe, was hier eigentlich passiert. Das ist halt der Nachteil, wenn man dann sowas spielt und auch eigentlich gar nicht darauf eingestellt ist, das Ganze aufzunehmen. Das war ja dann das nächste Problem. Das kam mir dann alles total spontan. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt auf und habe dann aber das nicht hingekriegt, dass der Discord nicht zu hören ist. Gut, ich hätte natürlich stumm schalten können, klar, dann hätte man aber nicht mehr mit mir reden können. Das wäre dann auch so ein bisschen blöd gewesen, wenn man nur zuguckt und keine Kommentare dann ja austauschen kann. Ich glaube, links habe ich jetzt noch irgendwas gehabt oder das kam jetzt einfach nur, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall geschaut, dass ich so viel wie möglich von diesen Bären eingesammelt habe. Ich habe keine Ahnung, wofür man die braucht. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, dass man die beim ersten Mal gebraucht hat. Steinigt mich bitte nicht, wenn es so war, weil es war wirklich schon, es ist irre lange her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Und ich kann mich da so überhaupt nicht mehr dran erinnern. Genau, hier ist nämlich dieser Teil, wo ich alles abgesucht habe und dann total verzweifelt gewesen bin und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und dann später erst den Tipp bekommen habe, dass ich wirklich nach ganz unten rechts mich hinbewegen muss. Und ja, dass ich da halt eben weiterkomme. Das heißt, ich laufe jetzt nochmal so ein Stückchen nach unten. Im Endeffekt musste man diesem braunen Strich, wenn man so will, folgen. Das wusste ich aber nicht. Und da musste man dann hochgehen. Nee, hier musste man nicht hochgehen. So, da hatte ich es erst noch versucht, genau. Und dann habe ich mal auf die Leute im Discord gehört. Ja, und dann habe ich mit den Leuten im Discord gesprochen. Und die haben mir dann gesagt, dass ich eigentlich nach ganz unten rechts gehen müsste. Das zeige ich auch gleich nochmal kurz auf der Karte, nämlich genau hier. Dann hieß es, nein, nein, aber du musst ja vorher noch in dieses braune Gebiet reingehen. Das wäre dann das Gebiet da oben gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, da war ich doch gerade. Aber laufen wir einfach nochmal zurück, schauen uns das nochmal an. Dann bin ich dem Weg dahin nochmal gefolgt. Und als ich dann nah genug dran war und ja nicht nur am Rand entlang gelaufen bin, habe ich dann hier diese Stelle gefunden, die windgepeitschte Hütte. Und da wurde mir dann auch endlich die Quest angezeigt. Ich bin aber nicht direkt reingegangen. Ich habe mir natürlich erstmal die Reben sind es hier geschnappt und bin dann erst reingegangen. Da habe ich mir dann alles mal angeguckt, habe das Bücherregal zur Seite geschoben, als ich eigentlich versucht habe, die Truhe zu nehmen, was übrigens nicht funktioniert hatte. Und gleich kommt dann auch nochmal eine kleine Sequenz rein. Da habe ich mir alles nochmal genau angeguckt und habe verstreute Bücher gefunden und die Notizen geöffnet. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true. But it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon. Not just any demon.
The daughter of hatred. The mother of sanctuary. She was banished ages ago. But this world is her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Ja, und damit hatte ich dann die Quest abgeschlossen und natürlich direkt eine neue Quest bekommen. Wir sollten den Lorat weiter begleiten. Das haben wir im Endeffekt ja schon vorher gesagt bekommen. Zu diesem unaussprechlichen Ort, und zwar ist das die Kathedrale, von der unser Freund ja schon gesprochen hatte. Dementsprechend bin ich dann vorgegangen. Im Discord hieß es immer, ja, er wird dir den Weg zeigen und er geht mit dir zum Zielort hin. Dora blieb einfach nur doof hinter mir stehen, bis ich dann gesagt habe, naja gut, ich führe ihn ja mehr zum Zielort hin, er macht ja eigentlich gar nichts. Und ja, dann habe ich nochmal ein paar Sachen eingesammelt, die ich vorher vergessen hatte. Habe mir auch nochmal eben mein Inventar angeguckt, was ich da eigentlich noch wechseln kann, beziehungsweise nicht wechseln kann. Bin immer wieder gestört worden, das hat mich so richtig genervt. Ich habe dann wieder neu angefangen, habe dann die Liste, naja, oben schon mal fast wieder durchgehabt. Bin dann auf die zweite Zeile gekommen, habe es dann gar nicht so richtig gemerkt, weil ich natürlich unten drauf konzentriert war und bin wieder angegriffen worden. Also das war wirklich extremst nervig. Sowas müsste man eigentlich irgendwie blocken oder so, dass wenn man wirklich im Inventar ist und sich nicht bewegt, ne, also nichts macht, da jetzt reinguckt, dass man da jetzt nicht angegriffen werden kann. Das hat mich schon so herbe bei Lost Ark jedes Mal genervt. Nur bei Lost Ark war es halt so richtig schlimm. Du hast die Gegner gerade besiegt, bis mal eben zwei Sachen am Tauschen gewesen von deiner Kleidung und schon sind die Gegner wieder da gewesen und haben dich wieder platt gemacht. Also das war wirklich grauenhaft. Ich habe übrigens gerade festgestellt, ja, da habe ich das schon gecheckt gehabt. Also da habe ich es wirklich intus gehabt. Da habe ich mich nämlich jedes Mal geheilt, wenn ich dann so ein bisschen runter war und gesehen habe, dass da noch eine neue Kugel gelegen hat. Ja, mit unserem neuen Freund in Anführungszeichen sind wir dann weiter hochgegangen. Natürlich kamen da wieder gruppenweise die Gegner herbei. Den hinter mir habe ich erstmal gar nicht gesehen. Der ist dann auch, glaube ich, weggelaufen oder hat Aiden jetzt kaputt gemacht. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall war er weg. Wir haben nochmal so eine Statue gefunden, wo dann ja ein ziemlich seltsamer Text drauf war, den man nicht mehr so ganz entziffern konnte. Noch ein paar Bären eingesammelt. Natürlich kamen dann wieder die nächsten Gegnerhorden. Die wollte ich eigentlich vermeiden, habe den hohlen Baum dann auch stehen gelassen, bin dann einfach weiter nach oben gelaufen, weil es muss ja nicht sein, da die ganze Zeit die Gegner anzugreifen, wenn man mitten in einer Quest ist. Mit dem konnte ich dann nicht sprechen, das war ein bisschen komisch. Ich habe auch zu spät erst gesehen, dass da stand, tötet die Gefallenen und habe erstmal geguckt, na, es geht nicht weiter, beziehungsweise das Gebiet ist halt doch recht groß. Aber wir kommen da nicht durch, weil die Tür halt eben noch geschlossen ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, hab's dann gelesen, tötet die Gefallenen. Dann laufen wir halt wieder zurück. Vielleicht ist das ja diese eine Gruppe, die da vorne links sein sollte. Also da, wo wir jetzt vorhin gewesen sind. Ich war auch am Gucken, ob es irgendeinen anderen Eingang gibt. Da unten stand dann die Reifeprüfung. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich auch dahin gehen. Dann erzählte der mir irgendwas von Kampagnenfortschritt und irgendwas mit einer Gruppe. Ich war in überhaupt gar keiner Gruppe. Ich weiß nicht, ob man das als Gruppe zählt, wenn dann so ein Begleiter mit einem mitläuft. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall zu diesem roten Punkt dann hingelaufen. Da waren aber keine Gegner mehr. Und zack, schon wurde ich wieder vom Spiel getrennt.
Ja, und nach erneuten, ich weiß nicht, 15-minütigen Warten oder so, war ich dann total happy. Das könnt ihr euch vorstellen, als ich festgestellt habe, dass ich dann nochmal erneut, das dritte oder vierte Mal am heutigen Tag, alles wieder neu machen musste und von dem Punkt aus starten musste, von dem ich gestartet bin mit dem Typen hier, mit dem Lorat. Musste wieder alle Gegner machen und so weiter. Und ja, das erspare ich euch jetzt, weil mich hat es auch extrem genervt. Ja, und dann war das Seltsame, dass ich wieder bei diesem Typen angekommen bin und er plötzlich irgendwas gesagt hatte. Lorat dann gesagt hat, es bleibt uns keine Zeit, weil er hat uns angehalten. Und dann musste ich plötzlich mit Lorat sprechen und nicht wie eben, dass ich einfach durchrennen konnte und mit niemandem sprechen konnte. Also das war etwas komisch, dass das jetzt so war, weil ich habe überhaupt nichts geändert. Was allerdings ein bisschen anders auch noch gewesen ist, war das, wo ich die Statue angeklickt hatte, konnte ich vorher noch mit ihm reden und er hat mir was über die Statue erzählt, habe dann die Statue angeklickt und ansonsten den ganzen Rest komplett gleich gemacht, außer dass ich vielleicht anders gekämpft habe natürlich. Und ja, dann plötzlich ging das hier oben mit der Quest weiter. Ich fand es seltsam, aber naja, ein geschenkten Gaul, ne, wie man das so kennt. Ich sollte dann mich quasi von meinen Sünden reinwaschen bzw. sie ins Feuer werfen. Das habe ich dann auch getan. Ich habe mich dann von den ersten zwei Sünden verabschiedet, bis es dann im Discord hieß, du brauchst aber nur eine reinzuwerfen, du musst jetzt nicht alle machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, spare ich mir den ganzen Rest und gehe dann wieder zu der Wache rüber und rede dann nochmal mit ihm ein Wörtchen, weil er ja meinte, dass ich selber nicht rein darf, dass du eine andere rein darf. Ja, und erzählt mir irgendwas von wegen, dass jetzt eine große Last von meinen Schultern gefallen wäre und so weiter. Und dass ich jetzt da drin willkommen geheißen werden könnte. Man sieht übrigens unten auch, wie der Fortschrittsbalken recht gut hochgeht, wenn man dann sowas abgeschlossen hat. Finde ich schon super. Vor allen Dingen möchte ich ja auch das Level 20 oder 24 erreichen, um dieses Pferd, dieses Reittier zu bekommen. Hier an dieser Stelle habe ich extrem oft gebuggt, wie ihr seht. Also dann erschien plötzlich der Typ aus dem Nichts und ich konnte nicht laufen und dann bin ich plötzlich zurückgebackt und alles war irgendwie total seltsam. Aber letztendlich konnte ich dann doch reingehen und ich hatte wirklich Panik, dass irgendwas passiert. Aber wir sind zumindest hier zum Glück nicht nochmal rausgeworfen worden. Ja, haben dann nochmal mit Lorat gesprochen und er sagte dann, dass er noch einen Handel abschließen müsste. Und dass ich für ihn noch einen Auftrag erledigen sollte und noch etwas kaufen oder abholen sollte, glaube ich. Da konnte man dann nochmal die anderen Dialoge durchgehen, das habe ich natürlich sein gelassen. Und bin dann erstmal dem Ziel gefolgt. Ich habe dann nochmal mit dem Stallmeister gesprochen. Der hat mich dann zurechtgewiesen und hat gesagt, dass wir leider keinen Zugriff auf den Stall erhalten. Gut, ich meine, es ist eine Vor-Beta-Version. Dass man da keine Reittiere bekommt, das kann ich dann ja auch noch irgendwo nachvollziehen. Ich bin dann einfach weiter nach oben, wo es dann schon wieder ja, gehakt hat und ich Panik hatte, dass ich wieder rausfliege. Da hat man mir dann gesagt, ich soll mal auf diesen Teleporter draufgehen, auf diesen runden Kreis und einfach mal bestätigen. Und ja, das sind dann diese Zielorte, mit denen man hin und her reisen kann. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Teil jetzt schon erwähnt hatte. Aber das funktioniert darüber. Ist auch so, wie ich es mitbekommen habe, kostenlos. Und ich hoffe, dass das auch so beibehalten wird, wenn das Ganze rauskommt. Ja, dann haben wir mit dem Typen gesprochen. Und er erzählt uns das dann auch von den Wegpunkten. Das sind dann quasi die Wegpunkte, mit denen wir von Stadt zu Stadt reisen können. Dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen angeguckt, die das Spiel betreffen. Und ja, ging dann auch nochmal um die Kisten unter anderem. Dann habe ich ein wenig versucht zu verkaufen. Das hat dann aber nicht ganz geklappt. Erstmal war ich überhaupt im Kaufen drin, bin dann aufs Verkaufen rüber, habe dann die Sachen verkauft, die ich verkaufen wollte. Mir fällt gerade ein, wo ich so Probleme hatte, war nicht das Verkaufen, sondern das Verwerten. Das kommt nämlich auch noch, ich glaube, in dieser Folge. Da hatte ich nämlich das Problem, dass ich das erstmal nicht alles so machen konnte, wie ich wollte. Aber dazu dann später mehr. Ich habe hier erstmal alle Sachen einfach weggehauen, die ich sowieso nicht brauche.
Das Teil, das wollte ich dann doch lieber behalten, weil das nochmal plus 9 sind. Und ich meine, das als Waffe ist natürlich nicht verkehrt. Dementsprechend habe ich mir das dann angelegt, bin nochmal reingegangen und habe das Ganze dann einzeln nochmal verkauft. Und ich muss sagen, dieser grüne Rock, den fand ich eigentlich ziemlich geil, so von der Optik her. Also das war schon schön. Ich habe mir auch sagen lassen, dass man wohl irgendwo in irgendeiner Stadt hingehen kann und seine Klamotten, also die Optik seiner Klamotten, ja, als Vorlage, wenn ich das richtig verstanden habe, reinmachen kann. Da hat mir der Typ dann gesagt, dass er noch zusätzlich etwas hat. Er hat mir, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, einen Schlüssel oder sowas gegeben. Ich wollte es auf jeden Fall nehmen, konnte aber nur mit ihm agieren, war dann schon ein bisschen genervt. Nee, seltsames Amulett war es, genau. Wollte dann gerade schon gehen und wieder hingehen und habe dann gemerkt, okay, wenn ich weggucke, dann kann ich die Sachen nehmen. Ja, das ist manchmal sehr sinnig, was da so in diesen Spielen passiert. Und ich habe natürlich die Sachen zum Schmied weitergegeben. Etwas, das fehlt. So, ich erzähle ihm jetzt davon, dass er mir auch noch ein Amulett gegeben hat. Und er erzählt mir, das ist das Mal der Horadrim, ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, die geschworen haben, diese Stadt vor den Dämonen zu beschützen. Ja, und es gibt wohl noch einen weiteren, sagt er. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Und daraufhin habe ich einfach so gesagt, das klingt, als könnte er uns helfen. Und er erinnert mich nochmal daran, dass ich nicht die Kathedrale vergessen soll. Und ich frage ihn natürlich, ob er nicht mitkommt. Und er sagt, dass er die Trockensteppe besuchen will, um herauszufinden, wer dieser mysteriöse bleiche Mann ist. Ja, und dass ich der Schlüssel bin, um Lilith zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Wie immer natürlich. Man ist immer selber der Held, aber das ist natürlich auch das Positive an den ganzen Sachen. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm. Fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Ja, und viel kam dann nicht mehr. Da stand jetzt nur, dass ich das Spiel gerne vorbestellen darf, was ich natürlich erstmal nicht machen wollte. Und hier kommt dann auch noch der Hinweis, dass der Prolog zu Ende ist. Diesen Hinweis habe ich leider komplett übersehen, weil ja immer was steht mit Herausforderung freigeschaltet, Belohnung wird freigeschaltet und so weiter und so fort. Quest wurde beendet. Deswegen habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet. Habe gedacht, ich müsste jetzt weiter nach oben und einfach noch ein bisschen weiter leveln. Aber mir wurde dann gesagt, dass ja, dass das Ende des Prologes gewesen ist. Und damit wollte ich dann natürlich auch erstmal das Ganze beenden. Ja, und ich wollte eigentlich jetzt hier weitermachen, aber dann habe ich einen freundlichen Hinweis auf dem Discord bekommen, dass hier der Prolog abgeschlossen war. Das stand wohl irgendwo, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt komplett übersehen. Und damit für euch auch der kleine Hinweis, wir sind bei unserer dritten und somit letzten Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Eindrücke vom Spiel bekommen. Ich habe jetzt nicht alles, wie gesagt, mit Ton laufen lassen, weil ich das Ganze auch live gestreamt habe im Discord. Und da der ein oder andere Kommentar natürlich immer mal wieder gefallen ist, beziehungsweise die Leute miteinander gesprochen haben, mir dann auch mal Hinweise gegeben haben, so nach dem Motto, hör mal da musst du dich draufstellen, da kannst du später teleportieren und so, lauter solche Sachen.
Aber wie gesagt, mein Eindruck, es sind noch sehr viele Fehler leider zwischendurch drin, dass man immer wieder rausfliegt von Server. Ihr habt es ja jetzt dreimal oder so mitbekommen, innerhalb von knapp ja, einer Stunde, höchstens anderthalb Stunden Spielezeit. Und ja, wenn man das Intro abzieht, sagen wir mal knapp eine Stunde, etwas über eine Stunde. Und das darf natürlich gar nicht sein. Aber gut, es ist alles neu, es ist alles frisch. Es sind jetzt keine Ahnung wie viele, gefühlt Milliarden Leute auf dem Server drauf. Und ich muss mich mal ein bisschen bewegen, nicht, dass der Server denkt, dass ich jetzt nichts mehr tue. Ich werde jetzt gleich in eine Gruppe eingeladen, werde das privat nochmal so ein bisschen weiterspielen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es bisher gefunden habt, was ihr so für erste Eindrücke habt. Und dann hoffe ich, dass es bald losgehen kann, dass ich das Let's Play auch mit der deutschen Sprache und so weiter komplett aufnehmen kann. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.